Servus, liebe Kinderautoren. Schön, dass ihr heute wieder da seid. Ihr seht selber, das heutige Thema ist Skilanglauf für Kinder und Einsteiger. Ich zeige euch die allerersten Schritte auf Langlaufski. Und da lege ich wirklich Wert drauf, die ersten Schritte. Ich zeige euch keinesfalls den 2-1er-Skating-Technik, den 3-1er-Schritt oder den klassischen Langlaufschritt, sondern die allerersten Schritte für Kinder und Erwachsene, die noch nie auf Langlaufski gestanden sind. Das sieht ja so einfach aus, weil das sind so schöne, einfache, schmale Bretter und dann dazu noch zwei Stöcke und einfach drauf loslaufen. Aber so ist es natürlich nicht. Und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr euch als Erwachsene, die noch nie auf Langlaufski gestanden sind, und Kinder, die damit anfangen wollen, damit sie mit den Eltern in die Loipe gehen können, wie die ersten Schritte stattfinden. Das zeige ich euch heute. Und wenn ihr das habt, dann investiert ihr vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, mehr nicht. Dann steht ihr sicher drauf und könnt langsam anfangen, in den Langlauf reinzukommen. Was ich hier euch auch empfehle, entweder geht es zur DSV-Skischule, die bieten auch Langlaufkurse an, oder zu einem anerkannten Skiclub, die helfen euch da auch weiter. Aber für alle, die selbst mal ausprobieren wollen, kommen hier unsere Tipps und die sind wirklich ganz simpel. Das Wichtigste gleich am Anfang, ihr werdet für diese Lektion so gut wie nicht eure Stöcke brauchen, da kommen wir erst später dazu, aber ihr müsst zum Beispiel lernen, ja, wie ist das, wie macht man die Bindung auf und zu. Das ist nicht ganz was anderes als mit einer Skibindung. Anderes als mit einer Alpinski-Bindung. Da ist das hinten vorne gespannt, da steigt es rein und das Ganze geht auf. Und ihr seht ja selber, hier habe ich im Endeffekt nur, das ist jetzt eine uralte Bindung, das sage ich auch gleich dazu, ihr seht ja schon die Farben. Und auch ein uralter Skating-Ski von Fischer aus Österreich. Das ist ein ganz anderes System als bei den Alpinski. Und da müsst ihr euch erstmal drauf gewöhnen, wie bediene ich dieses Ding richtig? Wie ist es, wenn ich stürze? Wie stehe ich wieder auf mit Langlaufski? Solche Sachen, müsst ihr da lernen und üben, und das ist wichtig und richtig. Auch wenn es so einfach ausschaut, zeigen wir euch jetzt ein paar Übungen, wie ihr in den Skilanglauf reinkommt, damit ihr mit diesen schönen schmalen Brettern auch elegant später einmal durch die Loipe als Familie laufen könnt. Also, legen wir gleich mal los. Kommen wir zur ersten Übung. Dazu braucht ihr nur einen Ski und diese Übung heißt Rollerfahren. Wieso? Das Kind steht mit einem Fuß oder der Erwachsene im Ski und schiebt mit dem anderen das Ganze an, als wenn ihr Roller fahrt. Wie das funktioniert, das zeige ich euch. Jetzt kommt's mit. Ein Ski ist in der Bindung, der andere ist heraus und er schiebt, wie ihr seht, wie mit einem Roller das Ganze an. Genau! Also ein Fuß schiebt, die Hände in Vorhalte und der Ski gleitet wunderbar dahin. Also liebe Kinderautoren, das waren jetzt die ersten Schritte für Kinder und absolute Neueinsteiger im Schnee. Das Beste ist, ihr geht zur DSV-Skischule oder ÖSV-Skischule, gibt es sicher auch, und lernt es da. Für den, der einfach mal dasselbe schon vorab ausprobieren will, waren das unsere Tipps. Weiterführende Tipps, so richtige erste Schritte in der Loipe haben wir auch schon für euch vor ein paar Jahren gedreht. Die könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal gerne anschauen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit den Kindern draußen im Schnee und der richtigen Ausrüstung. Also da gibt es sicher modernere Ski, als mit denen ich gerade unterwegs bin. Da ist zum Empfehlen zum Beispiel, wenn ihr in der klassischen Technik lauft, dann haben wir hinten einen Kronenschliff da drin in der Steigzone oder eben so ganz kurze kleine Felle, wie beim Skitouren gehen, natürlich nicht über den ganzen Belag, sondern wirklich bloß ein paar Zentimeter. Diese Felltechnik hat sich sehr bewährt und damit kommt ja auch wirklich Steigungen hoch und die verzeihen auch den ein oder anderen Fehler. Viel Freude mit den Kindern in der Loipe, probiert es aus. Langlauf-Skifahren ist wirklich ganz, ganz toll und ein unglaublich umweltschonender Sport, weil ihr keine großen Liftanlagen und Beschneiungsanlagen und so weiter braucht. Ihr habt sicher viel Freude dabei, das wünsche ich euch. Schaut wieder auf kinderoutdoor.de rein, ihr habt viele, viele Vorschläge, was ihr mit den Kindern im Winter alles unternehmen könnt und unternehmen solltet. Gell? Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und jeden Tag haben wir für euch ein neues Video. Eines besser wie das andere, Eigenlob stimmt. In dem Fall macht es gut. Wir sehen uns wieder. Vierting, Servus, euer Uli. Gleichgewicht ist ganz, ganz wichtig. Das sagte mir in Oberhof der ehemalige DSV-Trainer Günther Beutel. Und jetzt machen wir die nächste Übung mit unserer Rollerübung. Wir waren jetzt gerade frei unterwegs mit nur einem Ski.
und ohne Stöcke. Jetzt nimmt das Kind oder der Erwachsene die Stöcke, hält es so vom Körper und schiebt nach wie vor wie mit einem Roller. Also der Fuß, ich demonstriere es nicht jetzt ohne Ski, der Fuß ist im Ski, der andere schiebt an und die Hände halten vorm Körper so die Stöcke, um damit das Gleichgewicht optimal zu trainieren. Also ein Fuß schiebt, die Hände in Vorhalte und der Ski gleitet wunderbar dahin. Ein ehemaliger Weltklasse-Läufer und spätere DSV-Trainer, der Günther Beutel aus Thüringen, hat mir in Oberhof ein paar tolle Tipps gegeben. Und dazu gehört, dass beim Langlauf ganz wichtig ist, das Gleichgewicht. Das werdet ihr merken, da gibt es ganz tolle Übungen, einfach hinstellen und so schwingen. Das machen wir jetzt. Das heißt, ihr steht auf einem Bein im Ski und nehmt den anderen und schwingt ihn einfach locker hin und her. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Mit einem Fuß stehen wir nach wie vor im Ski und der andere Fuß schwingt frei hin und her. So lernen die Kinder und die Erwachsenen, das Gleichgewicht auf den Langlaufski zu halten. Als nächstes, liebe Kinder, Adora, kommen wir zu einem wichtigen Thema, nämlich das Kurventreten. Und das wollen wir jetzt schon mal vorbereiten. Ganz egal, ob ihr mit Skating und Skating-Technik unterwegs seid oder klassisch, ihr müsst gut durch die Kurven kommen. Und das wollen wir jetzt mit einer Grundlagenübung ausprobieren, nämlich mit dem Umsteigen. Da ist wichtig, einfach kurz ein paar Zentimeter mit den Skien umzusteigen, um damit gut durch die Kurven zu kommen. Und das müsst ihr einfach drauf. Umsteigen und nachtreten, umsteigen und nachdrehen und nachziehen und wieder den äußeren Ski und den Innenski nehmen wir mit. Und so geht es. Genau, sehr gut. Für unsere nächste Übung nehmen wir jetzt den zweiten Ski her. Ihr seid ja nicht mit einem Ski unterwegs, ist ja völlig klar. Wenn ihr jetzt schon so viel Gleichgewicht habt und Vertrauen in eure Fähigkeiten, dann nehmen wir jetzt auch den zweiten Ski mit ran und versuchen jetzt einmal damit ein bisschen zu gleiten. Und ich zeige euch, wie das geht. Wenn ihr normalerweise geht, geht ihr auch mit der Ferse hoch und nicht wie die Roboter, damit immer am Boden bleiben. Also ganz normal dahin gehen und sich einfach mal ein bisschen an die Langlaufski gewöhnen. Bei der nächsten Übung werden wir jetzt ein bisschen frecher. Das heißt, das Kind geht mit den Langlaufski locker dahin und neigt sich mal leicht nach vorn. Wenn ihr nicht beim Langlaufen mal in Abfahrt geht, dann ist schön, wenn ihr in Abfahrtshocke geht, dann seid ihr etwas schneller unterwegs, als wenn ihr wie die Roboter auf dem Ski steht. Das bringt es natürlich nicht, sondern da gehen wir schön in die Hocke und das lernen wir jetzt einfach mal ohne Stöcke natürlich. Schauen wir es uns an. Los geht's. So, ihr seht, das Kind gleitet dahin, nimmt die Stöcke hoch, sollte ein bisschen tiefer in die Hocke gehen. Jawohl, sehr schön. Ihr seht selber nach wie vor parallel die Ski und hoch und höher strecken bitte. Sehr gut. Also die Übung ist absolviert. Perfekt. Auch das gehört zum Langlaufen, dass man mal hinfällt und dann ist wichtig, die Beine und die Ski und die Stöcke wieder selbst zu sortieren und aufzustehen. So, die Kinder sind jetzt auf jeden Fall schon sicherer unterwegs auf die Langlaufski. Und jetzt machen wir eine Übung, die doch dann ein bisschen Mut erfordert. Nämlich, wir fahren einen kleinen Hügel runter und zwar ohne Stöcke erstmal. Und da ist wirklich wichtig, dass die Kinder einfach ein bisschen Vertrauen in sich und die Ski haben. Wichtig ist einfach beim Langlaufski hier immer leicht in den Knie angewinkelt dastehen und nicht so wie ein Roboter. Ich sehe das manchmal, wenn Leute da so in der Loipe unterwegs sind wie ein Roboter, da biegt sich im Knie gar nichts. Die Gleitphase fällt natürlich auch entsprechend aus. Und deshalb ist wirklich wichtig, immer schön locker in den Knie sein und dann geht es auch den Berg leicht runter. So, und das probieren wir jetzt einfach aus. Ich sage jetzt nicht, ein Berg, das ist das Niveau von der Streifahrt, so, sondern wirklich einen ganz sanften Abhang, wo die Kinder von alleine auf den Langlaufski gleiten und dann auch lernen mit Flug oder eben das so mit parallel reintreten, die Ski wieder zu stoppen. Probieren wir es aus, kommt's mit! Bevor die Kinder den Hügel runterfahren können, müssen sie erstmal aufsteigen und auch das ist wieder eine sehr gute Übung, um Vertrauen in die Ski und Gleichgewicht zu bekommen. Und los geht die wilde Fahrt! Sehr schön. Deckt ihr selber, unser Testkind hat da jetzt eine tolle Abfahrt schon hingelegt. Und jetzt zum Schluss nehmen wir doch nochmal die Stöcke in die Hand. Und zwar lernen wir jetzt das richtige Bremsen. Es gibt zwei Arten mit Langlaufski zu bremsen. Das eine ist die Textilbremse, die ist hier, indem das euch auf den Hintern haut. Und das andere ist, ihr bremst mit den Stöcken. Und das ist ganz einfach. Im Endeffekt steht ihr dann so da in der Abfahrt, auch wieder leicht in die Knie. Und drückt die Stöcke hinten in den Schnee hinein und dadurch bremst das Ganze wunderbar. Und das probiert jetzt unser Kind aus.
Die nimmt nochmal die Stöcke in die Hand, geht leicht in die Hocke, fährt nach unten und bremst einfach, indem das die Stöcke nach hinten in den Schnee reindrückt. Auch das ist wichtig beim Langlauf wie beim Alpinskifahren. Ihr müsst jederzeit bremsen können. Also nicht nach dem Motto, wo fährst du hin? Ja, frag nicht mich, wo ich hinfahre, frag meine Ski. Sondern ihr müsst die Ski kontrollieren und zur Skikontrolle gehört auch, damit dass ihr überall in jedem Gelände sicher bremsen könnt und stehen könnt, wenn es ihr für richtig haltet und nicht, wenn es zu spät ist. Und das probieren wir jetzt aus. So, ihr seht schon, das Kind steigt jetzt auch mit Hilfe von Stöcken auf, dreht rein. So, bringt sich jetzt in Fahrtrichtung. Und dann geht's los. So, und jetzt drückt sie, seht ihr selber, wunderbar, drückt sie sich ab mit den Stöcken. So, jetzt kommt Geschwindigkeit auf und das Kind bremst jetzt mit den Stöcken. Sehr schön, sehr gut, super gut. Spitze und steht. Also, liebe Kinderautoren, das waren jetzt die ersten Schritte für Kinder und absolute Neueinsteiger im Schnee. Das Beste ist, mir geht's zur DSV-Skischule oder ÖSV-Skischule, gibt es sicher auch. Und lernt es da, für den, der einfach mal dasselbe schon vorab ausprobieren will, waren das unsere Tipps. Weiterführende Tipps, so richtige erste Schritte in der Loipe haben wir auch schon für euch vor ein paar Jahren gedreht. Die könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal gerne anschauen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit den Kindern draußen im Schnee und der richtigen Ausrüstung. Also da gibt es sicher modernere Ski, als mit denen ich gerade unterwegs bin. Da ist zum Empfehlen zum Beispiel, wenn ihr in der klassischen Technik läuft, dann haben wir hinten einen Kronenschliff da drin in der Steigzone oder eben so ganz kurze kleine Fälle, wie beim Skitouren gehen, natürlich nicht über den ganzen Belag, sondern wirklich bloß ein paar Zentimeter. Diese Felltechnik hat sich sehr bewährt und damit kommt er auch wirklich Steigungen hoch und die verzeihen auch den ein oder anderen Fehler. Viel Freude mit den Kindern in der Loipe, probiert es aus. Langlauf-Skifahren ist wirklich ganz, ganz toll und ein unglaublich umweltschonender Sport, weil ihr keine großen Liftanlagen und Beschneiungsanlagen und so weiter braucht. Ihr habt sicher viel Freude dabei, das wünsche ich euch. Schaut wieder auf kinderoutdoor.de rein, ihr habt viele, viele Vorschläge, was ihr mit den Kindern im Winter alles unternehmen könnt und unternehmen solltet. Gell? Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und jeden Tag haben wir für euch ein neues Video. Eines besser wie das andere, Eigenlob stimmt. In dem Fall macht es gut. Wir sehen uns wieder. Viertens, Servus, euer Uli.